Rein! Hör dich rein! Hallo! Ich schau fast. Reinhold, wie sind die Bedingungen oben auf den letzten 100 Metern? Vom South Col bis zum letzten Lager ist es eine einfache Route. Nur Schnee. Ich kann's schaffen. Es ist ganz verrückt, aber ich kann's schaffen. Aber die letzten Schritte sind sehr, sehr anstrengend. Gute Wetterbedingungen vorausgesetzt. Meinen Sie, dass Sie es schaffen? Ja, aber ich brauche einen neuen Partner. Vielleicht kommt ja der Peter wieder mit. Er ist der beste Bergsteiger, den ich kenne. Aber dieses Jahr hat er sich verändert. Er geht 100 Meter, dann kommt eine Wolke und er meint, ihm täte alles weh, lass uns umdrehen. So habe ich die gesamte Lotsewand gemacht. Robert kletterte 300 Meter, Peter 100 Meter und den Rest habe ich gemacht. Das ist zu viel. Ich kann nicht alles alleine machen. Also stiegen sie von der Todeszone hinab ins Basislager, wo die Ärzte gerade Blutuntersuchungen vornahmen, um den Grad der Höhenanpassung zu prüfen. Eine Theorie bestand darin, einen halben Liter Blut abzunehmen und diesen durch Plasma zu ersetzen, um das Blut zu verdünnen und damit den Kreislauf zu unterstützen. Die Höhenbergsteiger hatten Glück. Das Experiment scheiterte. Die Testperson war 2 Wochen lang krank. Es war einer der Ärzte. Während eines langen Aufenthalts auf extremen Höhen wird das Knochenmark dazu angeregt, mehr rote Blutkörperchen zu produzieren als normal. Nach circa einem Monat im Basislager hat sich deren Menge um 25% erhöht. Das fördert zwar die Sauerstoffaufnahme im Gewebe, aber das Blut wird wesentlich dickflüssiger. Falls es dann nicht möglich ist, 5 bis 8 Liter Flüssigkeit pro Tag aufzunehmen, wird das Blut noch zähflüssiger. Die Durchblutung der Gliedmaßen verschlechtert sich und verursacht sogar Blutgerinnsel, die besonders im Gehirn gefährlich sind. Wenn man dann auch nur kurze Zeit Windgeschwindigkeiten von über 130 km pro Stunde mit Temperaturen unter minus 40 Grad Celsius ausgesetzt ist, kommt es leicht zu Erfrierungen der Finger und Zehen. Wenn die Zellen absterben, kommt es schließlich zum Frostbrand. Diese Risiken sind bekannt. Wenn die Sache außer Kontrolle gerät, geht es meistens sehr schnell und unaufhaltsam. Während Messner und Habler sich erholen, begibt sich das österreichische Team auf den Gipfel. 6 Tage nachdem Reinhold Messner ins Lager 3 wankte, haben es Mitglieder des Teams mit dem Leiter der Sherpas auf den Gipfel geschafft. Alle mit Sauerstoff. Die dünne Luft ist heimtückisch. Das nächste Opfer war ein Sherpa. Er erlitt einen Schlaganfall, der seine ganze linke Seite lähmte. Wieder war die einzige Überlebenschance, ihn so schnell wie möglich in eine tiefere Lage und dann zu den Ärzten ins Basislager zu bringen. Was a very serious case. He suffered a stroke in an altitude of 6400 meters. Dies war ein sehr ernster Fall. Er erlitt einen Schlaganfall auf einer Höhe von 6400 Metern. Das passiert sehr selten, ist aber ein Anzeichen akuter Höhenkrankheit. Aus der Literatur wissen wir, dass es auf diesem Berg schon öfters vorkam, aber die Menschen haben sich relativ schnell wieder erholt. Das Ungewöhnliche an diesem Fall war, dass der Patient gelähmt blieb, halbseitig gelähmt.
Den Grund hierfür kenne ich nicht. Er hatte entweder eine Thrombose als Resultat einer extremen Verdickung des Blutes bei zu hohem Verlust von Körperflüssigkeit, oder er hatte eine Gehirnblutung, wie wir es oft bei Bergsteigern erleben, die aus großer Höhe zurückkommen. Dies können wir feststellen, wenn wir sie mit dem Atmoskop untersuchen. Wir stellten Blutungen in den Augäpfeln fest, was zu dem Schluss führte, dass auch Blutungen im Gehirn auftraten. Aus diesem Grund vermuten wir, der Patient hatte eine Blutung in der linken Gehirnhälfte. Deshalb war er linksseitig gelähmt. Had bleedings on the right side of his brain. He was paralyzed on the left side. Auf jeden Fall erholte er sich in der großen Höhe nicht. Also mussten wir ihn in eine tiefere Lage bringen, was sehr schwierig war. Durch diesen verdammten Eisbruch. Es war eine große Anstrengung und auch ein bisschen gefährlich. Very heavy work. Was a little dangerous. Ich glaube, das, was mit seinem Gehirn passiert ist, ereignete sich vor mehr als 24 Stunden. Also war es kein höheres Risiko, ihn hier runter zu transportieren. Endlich haben wir es geschafft. Leider hat sich sein Zustand nicht bemerkenswert verbessert. Sein seelischer Zustand hingegen stabilisierte sich etwas. Aber er ist immer noch linksseitig gelähmt. Am Ende mussten wir ihn vom Basislager per Hubschrauber nach Kathmandu fliegen. Wir mussten ihn finally by helicopter from base camp to Kathmandu.